Aufpassen, Barbie! Was ist denn? Ich mitfahre! Hallo! Alla hopp! I'm a Barbie Girl in a Barbie World. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair and chase me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party! I'm a Barbie Girl in a Barbie World. Hallo zusammen, heute erzähle ich euch was über meinen Anhänger und wie man den mit einem Trike ziehen kann. 400 Kilo ist gebremst, so dass ich ihn halt auch legal ziehen darf und ist wie gesagt eine Einzelanfertigung, die so sicherlich nicht nochmal zu bekommen ist. Ja, so ein modernes Trike wie hier das Revaco, das kann also 550 Kilo ziehen, wenn der Anhänger gebremst ist. Wenn er nicht gebremst ist, dann sind das ungefähr 200 Kilo weniger. Stützlast 25 Kilo maximal, das ist natürlich bei den meisten Anhängern mehr, weil die halt auf die 50 Kilo für einen Pkw ausgelegt sind. Da muss man also auf jeden Fall drauf achten. Ja, und so kann ein Anhänger aussehen. Das ist jetzt hier ein Cobra-Anhänger. Der nennt sich tatsächlich auch Black Cobra. Ist aus Amerika importiert und wurde da aus einer verunfallten Cobra gebaut. Reifen 245er. Breitreifen auf mangels Chromfelgen. Dieser Tankdeckel hier ist natürlich kein Tankdeckel mehr, sondern da kann man eine Zapfanlage einsetzen. So sieht das Ganze aus, wenn die Zapfanlage dann eingesetzt ist. Das ist auch extra alles passgenau angefertigt dafür. Das ist der Kofferraum. Da hat man also auch durchaus Platz, wenn man mal zu einem Festival fährt oder so, die eine oder andere Tasche oder sogar ein Zelt reinzubekommen. Den Koffer hier, den kann man natürlich rausnehmen, da sind ganz einfach Kunststoffgläser drin, falls man die Zapfanlage nutzt. Ja, das ist dann die Zapfanlage von innen. Da ist also eine CO2-Patrone eingebaut. Und das wird halt einfach auf das entsprechende Fass, am besten halt Bier, draufgeklemmt. Der Anhänger hat eine Batterie, eine extra, mit hier einem An-Ausschalter. Und hier kann man nochmal separat die Lautsprecher vorne oder die oben auf dem Überrollbügel ansteuern. Das ist dann Clarion-Verstärker, wo man dann auch ganz ordentlich Musik mitmachen kann. Dann hat er hier zwei Ledersättel, die man hochklappen kann, wo man sich dann draufsetzen kann. Natürlich nur, wenn der Anhänger steht. Hier vorne sind noch zwei Lautsprecher, so wie hier am Überrollbügel ein extra angefertigtes Gehäuse, auch nochmal zwei Lautsprecher. So, jetzt zeige ich euch auch mal, wie der Klang der Anlage ist. Da kann ich euch direkt hier ein Lied von UMC empfehlen, das neueste, wo auch der Bülent Ceylan mitsingt. Aufpasse, Barbie! Was ist denn? Ich bin Fahre! Hallo! Alla hopp! Let's go party. I'm a Barbie girl in a Barbie world.
Ja, ihr seht also, da kann man durchaus einen schönen größeren Platz mit beschallen und ja, auch mit entsprechenden Biermengen versorgen. Also da seid ihr bei jedem Festival der Held mit dem Anhänger. Make me walk, make me talk, do whatever you please. I can act like a star, I can beg on my knees. Come jump in, make my friend, let us do it again. Hit the town, fool around, let's go party. You can touch, you can play. If you say, I'm always yours. Oh yeah. Mensch, das Barbie, haben wir recht arg gefangen.